Nach wie vor leben die Märkte von den Aussagen von Jerome Powell am letzten Mittwoch, der Zinssenkungen ins Spiel gebracht hat. Und jetzt haben wir zuerst gesehen den Dow Jones mit einem neuen Allzeithoch. Heute hat der Nasdaq sein Allzeithoch erreicht, Nasdaq 100. Und dann warten wir noch auf den Leitindex S&P 500. Alle euphorisiert, alle im Rausch, kann man sagen, aufgrund der Äußerungen von Jerome Powell. Jetzt wird ja viel spekuliert, warum hat er das gesagt, warum hat er da diese Zinssenkungen ins Spiel gebracht. Und vielleicht die nachvollziehbarste und beste Einschätzung ist die, die unter anderem hier Diego Fastnacht abgibt. Es ist schlichtweg so, dass die Fed nicht nahe an die Wahl heranrücken will, die ja in den USA Anfang November stattfinden wird. Das heißt, wenn die Fed Zinssenkungen macht, dann muss sie sie eher in der ersten Jahreshälfte machen. Das musst du aber irgendwann schon mal mental anleiten oder einleiten. Und warum willst du diese machen? Weil du ein Soft Landing haben willst, weil du versichern willst, dass die Wirtschaft irgendwie nicht in eine Rezession fällt und nebenbei dann den US-Präsidenten Biden chancenlos hinterlässt, denn auch Powell dürfte jetzt nicht schwerwiegend daran interessiert sein, an der Rückkehr von Donald Trump, der ihm ja wirklich das Leben zur Hölle gemacht hat, als Trump damals Präsident und Powell Fed-Chef war. Aber eins ist klar, die Wahl ist wahrscheinlich schon so eine Art Magnet, der jetzt schon auf die Fed auch wirkt. Und das, wie Diego Fastnacht sagt, wird bedeuten, dass die Fed eben nicht zu nahe an die Wahl rankommen kann. Und dann bleiben auch gar nicht mehr so viele Zinssenkungen, die überhaupt möglich sind. Vielleicht drei, wie die Fed es ja in den Dotplots gezeigt hat. Aber sehr wahrscheinlich nicht sechs oder sieben, wie die Märkte das derzeit einpreisen. Dazu müsste dann schon ein ziemlich heftiges Hardlanding der Wirtschaft passieren. Der US-Wirtschaft nicht ausgeschlossen, aber derzeit eben jetzt nicht praktisch 100% wahrscheinlich. Also es ist vor allem die US-Wahl, die hier einen Trigger gegeben haben dürfte, und wenn man irgendwas an den Zinsen machen will, dann hat man aufgrund dieses Schemas eigentlich nur ein begrenztes Zeitfenster, das Paul nutzen muss. Schauen wir uns mal hier die Umfragewerte von Joe Biden an. Das ist natürlich ziemlich katastrophal. Vor allem Wirtschaft wird von den Amerikanern als sehr schlecht empfunden. Das widerspricht den offiziellen Daten, aber sei es drum, mehr als die Hälfte der Wähler sagen, sie sind schlechter dran, seit Biden Präsident ist. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Kein US-Präsident hat eine Wahl gewonnen, wenn die US-Wirtschaft in einer Rezession war. Nun ist die US-Wirtschaft nicht in einer Rezession, bisher zumindest nicht. Und trotzdem sind die Umfragen so schlecht, ist die Wahrnehmung dieser Wirtschaft doch viel schlechter, als die offiziellen Zahlen zeigen. Und eins ist auch klar, die Amerikaner haben natürlich, auch die Konsumenten, die Wähler haben ein Interesse daran, dass die Aktienmärkte nach oben gehen. Nie waren so viele Amerikaner Besitzer von Aktien auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sind viele, viele Amerikaner, nämlich knapp zwei Drittel der Amerikaner, leben von Paycheck zu Paycheck, vom Gehalt zu Gehalt, haben also null Rücklagen, müssen sozusagen ihre Ausgaben oft über die Strapazierung ihrer Kreditkarte irgendwie stemmen. Da würde es natürlich helfen, wenn die Zinsen ein bisschen sinken, wenn also diese Belastung ein bisschen sinken würde. Das würde die Wirtschaft, würde die Konsumenten vor allem entlasten. Aber so oder so, natürlich herrscht jetzt totale Euphorie, Ansturm auf Aktien, wie die Bank of America zeigt. Massive Zuflüsse, und das alles hin auf das Versprechen von Jerome Powell oder diese Aussagen von Jerome Powell, die heute nochmal stark kritisiert wurden durch Mohamed El-Erian, der gesagt hat, also es macht schlichtweg keinen Sinn. Die eine Hälfte der Fed-Mitglieder versucht, das zu relativieren, was Powell gesagt hat, nämlich über Zinssenkungen. Siehe Fed-Chef, New York Fed-Chef Williams, der gesagt hat, not really talking about rate cuts, wir sprechen nicht wirklich über Zinssenkungen. Andere versuchen sie zu erklären, und das Ganze passt irgendwie nicht zusammen. Die einen scheinen auf der Seite von Powell zu sein, die anderen wollen das nicht. Powell ist natürlich viel beeinflusster, etwa durch eine Janet Yellen, die ihm sagt, Mensch, guckst du, wir haben doch so hohe Schulden, was sollen wir denn machen? Da musst du doch mal ein bisschen ein Einsehen haben. Aber es ist wirklich eine sehr fatale Kommunikation, die die Märkte, ja, verunsichert kann man nicht sagen. Sie sind euphorisch, sie sind geradezu außer Rand und Band.
Und das Problem dabei ist, dass die Märkte dann natürlich die Dinge so weit treiben werden, dass das Inflationsproblem wahrscheinlich schon sehr bald wieder auftreten wird. Laut Taylor Rule, das ist eine Metrik aus der Ökonomie, von Mr. Taylor erfunden, hat im Grunde drei Komponenten, nämlich die Zinsen, die Inflation und das Wirtschaftswachstum. Und da das Wirtschaftswachstum so stark ist, müsste eigentlich nach der Taylor Rule die Fed die Zinsen eher anheben, statt sie zu senken. Das Gegenteil scheint aber zu passieren. Aber so oder so, man wird jetzt wieder sozusagen mit der Vitalisierung der Animal Spirits an den Märkten, wird man dafür sorgen, dass die Dinge immer heißer laufen, dass neue Nachfrage entsteht, damit neue Inflation entsteht. Und so sagt etwa der ehemalige Deutschbanker Swock, dass die Fed jetzt von ihrer dovischen Kommunikation wahrscheinlich bald wieder zu einer hawkischen Kommunikation wechseln muss, weil die Dinge dann wieder so werden, dass das, was die Fed ja versucht hat, lange Zeit zu erreichen, nämlich die Financial Conditions zu straffen, so ins Gegenteil sich umkehrt, dass man dann wieder reagieren muss. Und das deutet sich schon mal in Kanada an. Da hatten wir heute Inflationsdaten bekommen, also die Verbraucherpreise, die deutlich höher waren als erwartet, was haben wir da, plus 0,4%, 0,1% jetzt in der Headline-Zahl zum Vorjahresmonat auch deutlich höher. Also beide Zahlen zum Vorjahresmonat wie auch zum Vormonat deutlich höher. Daraufhin hat der kanadische Dollar stark aufgewertet, auf den höchsten Stand jetzt seit August diesen Jahres gestiegen. Die Währungsräume sind ähnlich. Kanada hat noch ein paar andere Themen. Da sind zum Beispiel der Anstieg der Hypothekenzinsen ist ein Inflationstreiber interessanterweise. Aber die Währungsräume sind ähnlich und das haben wir heute schon in den Immobiliendaten aus den USA gesehen. Die Baubeginne 14,8% gestiegen. Das ist eine mehrfache Standardabweichung. Ist klar, jetzt werden die Hypothekenzinsen wieder günstiger, sagen sich die Leute, hey, so langsam macht das ja jetzt wieder Sinn, jetzt kaufe ich doch mal. Also die Nachfrage wird angeschoben, die Nachfrage wird geschürt und damit hast du dann eben wieder Preissteigerungen. Das ist logisch. Märkte funktionieren normalerweise nach Angebot und Nachfrage und wenn viel Nachfrage ist, steigen die Preise. Ist wenig Nachfrage, sinken die Preise, aber schauen wir uns mal jetzt das Modell der Atlanta Fed an zur Wirtschaft, nämlich zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal. Wir waren ja im dritten Quartal über 5%. Jetzt sind wir bei 2,7% nach dem Real GDP Growth Model der Atlanta Fed. Also nach wie vor ziemlich robustes Wachstum. Dementsprechend nicht so wirklich offensichtlich, warum man da die Zinsen senken muss, aber Paul hat ja auch gesagt, auf die Frage eines Journalisten bei der Pressekonferenz, naja, warum fangt ihr nicht an, die Zinsen zu senken, wenn die Inflation dann wirklich bei 2% ist? Und dann sagte Paul interessanterweise den Satz, naja, dann könnte es zu spät sein, weil die Wirtschaft dann in eine Rezession abgleitet, was ja derzeit praktisch niemand erwartet. Wir sehen hier nochmal die Bloomberg-Stories über ein Soft Landing. Und wie Bob Farrell einst schon gesagt hat, wenn alle Experten sich einig sind, passiert meistens das Gegenteil. Aber da sind sich alle einig, Aktienmärkte steigen immer. Deswegen jetzt eben der Nasdaq 100 heute mit einem Intraday-Rekordhoch bei 16.800 Punkten. Und dort Aktien wie nie wieder, die heute nicht steigen. Auch eine Apple nur marginal im Plus. Tesla und Meta sind jetzt heute die beiden Aktien bei den Magnificent Seven, die das Ganze so ein bisschen mit nach oben ziehen. Und offenkundig hat sich, wie Kobesi Letter hier schreibt, die Fed entschieden, lieber ein Soft Landing als die Inflationsbekämpfung, weil man wahrscheinlich glaubt, dass man die Inflation jetzt im Griff hat. Jetzt sieht man aber diese Reaktion der Märkte. Deswegen haben einige Fed-Mitglieder wie Williams versucht zurückzusteuern und gesagt, nee, also so schnell werden wir jetzt hier die Zinsen nicht senken. Alleine es hilft nichts, solange Paul sich nicht gegenteilig äußert, wird das für bare Münze genommen, was er letztes Mal gesagt hat. Und so oder so, die Aktienmärkte haben sich von der Wirtschaft der USA, die ja durchaus noch am besten läuft im Vergleich zu Europa oder China, weit entkoppelt. Wir haben hier etwa das kumulative S&P 500 Wachstum, also das Bewertungswachstum, über 250%, während das Real GDP Growth nur bei 90% liegt und auch die
Das Umsatzwachstum der US-Firmen im S&P 500 liegt knapp über 90%, aber die Steigerung der Marktkapitalisierung bei über 250%. Also da hat sich durchaus was entkoppelt. Und hier sehen wir auch diese Entkoppelung etwa beim S&P 500 und dem VIX. Erstaunlicherweise fällt der VIX nicht mehr großartig, also das Volatilitäts- und Angstbarometer. Ähnliches Auseinanderklaffen haben wir im Juli schon gesehen. Dann dauert es normalerweise eine Zeit lang oder kann es eine Zeit lang dauern, bis da eine Korrektur passiert. Aber bei solchen Extremwerten ist das eigentlich nur eine Frage der Zeit. Hier sehen wir mal die Anlegerstimmung, lila, und den S&P 500. Also die Stimmung ist noch besser als die Kurse, könnte man sagen. Noch euphorischer als die Kurse, wenn wir nur noch 19% Bären, aber über 50% Bullen. Und hier sehen wir den S&P 500 mit einer schon seit Jahren nicht mehr dagewesenen Anzahl von 52 Wochenhochs bei verschiedenen Aktien. Wir haben jetzt gesehen, dass die Marktbreite zugenommen hat. Es nicht nur die Magnificent Seven Aktien sind, die das Ganze ziehen, aber wahrscheinlich wird der S&P 500 noch mal ein Allzeithoch erreichen als letzter der drei großen Indizes. Wir haben hier die Marke von 4.800, die ja nicht mehr allzu weit entfernt ist. Aber boy, wir sind schon angespannt wie ein Seil, das gerade noch kurz vor dem Reißen ist. Man weiß nie, wie lange es dauert, aber auf jeden Fall sind die Dinge in ihrem Extrem sichtbar im RSI. Und jeder ist jetzt bullish, das ist ja sozusagen das Erstaunliche, wie schnell das gegangen ist. Ende Oktober waren sie alle negativ, Ende letzten Jahres waren sie alle negativ, dann passiert gerne das Gegenteil, jetzt wird die beste aller Welten angenommen und dann wird eben auch der Schrott nach oben gekauft. Hier sehen wir mal, unprofitable Tech-Unternehmen in den USA sind jetzt 50% seit Jahresbeginn gestiegen, waren aber Ende Oktober noch bei minus knapp 10%. Also man muss sich vorstellen, wie schnell das geht, wie extrem diese Schwünge sind, wie ungesund das normalerweise ist. Ein Bullenmarkt steigt langsam und kontinuierlich. Das ist ein klassischer Bullenmarkt. Was wir hier sehen, ist ein Markt, der von einem Extrem ins andere schwankt, von extrem negativ aufwärts extrem euphorisch. Und das sehen wir auch bei den Zuflüssen, etwa in den SPY. Als die Kurse tiefer waren, wollte niemand kaufen. Jetzt, wo die Kurse viel höher sind, wollen alle kaufen. Das ist immer wieder das menschliche Muster, das man beobachten kann. In Sachen Kaufen schaut es für die deutsche Autoindustrie und für die deutsche Industrie insgesamt nicht mehr so gut aus, weil jetzt schlichtweg das Auftragspolster immer weiter abschmilzt, vor allem in der Autoindustrie. Und die Industrie sitzt fest im Rezessionssattel. Da gibt es also wenig Perspektive. Jetzt, wo vor allem dann noch das Polster so langsam wegschmilzt und jetzt kommt die großartige Ampelregierung und sagte, Fliegen wird teurer. Man will also die Flugsteuer anheben. Man wird keine Zugeständnisse an die Bauern machen. Das wird dann noch richtig lustig. Die werden sich das nicht bieten lassen. Und jetzt fangen schon an Firmen wie VW, die sagen, okay, dann zahlen wir halt diese E-Auto-Zuschussprämie, die normalerweise der Staat bezahlt hätte, die er ja am Wochenende plötzlich abgeschafft hat. Also die treten jetzt ein. Das wird natürlich auch dann wieder auf die Marge der deutschen Autobauer gehen, wenn andere das nachmachen. Aber so oder so. Wir sehen, dass die Kosten, die hier entstanden sind durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass das jetzt komplett auf die Bevölkerung überwälzt wird, was natürlich inflationstreibend ist, gar keine Frage. Und so dürfte es sein, dass Deutschland das einzige Land ist, auch im Jahr 2025, dessen Inflation, oder das einzige der großen Länder in der Eurozone, dessen Inflation weiter über 2% bleibt. Und das könnte sich sogar jetzt durch die aktuellen Ereignisse noch beschleunigen. Wie wird die EZB dann darauf reagieren? Aber das ist gleich die erste Empfehlung, die ich Ihnen geben möchte. Und die zweite Empfehlung, ja, wie schaut es denn aus? Betreibt Fed-Chef Paul Wahlkampfhilfe für Joe Biden? Ja oder nein? Hier ein Artikel, der das Ganze, glaube ich, sehr vernünftig und von vielen Seiten aus betrachtend analysiert. Also diese beiden Empfehlungen. Ich empfehle mich jetzt und wünsche einen schönen Abend und so. Servus und ciao.